Ja, halli, hallo und ja, Glücksbringer. Ja, die Haufeisen, die verschenkt man ja gerne als Glücksbringer und ich bin nicht so der Typ, der an Aberglaube glaubt oder so oder irgendwie mit diesen Haufeisen was am Hut hat. Aber immer wieder kommen Kunden, die bringen mir was und heute habe ich da ein Haufeisen bekommen und ich habe mich aufklären lassen, häng es nie so auf. Sonst fällt das Glück nach unten, sondern hänge es so auf. Wir wollen eine klitzekleine, einfache Deko machen mit ganz kleinen Rosen, mit wildem Helleborus, mit ganz wenig Schleierkraut. Dann habe ich da so Cotton Bush und dann habe ich da noch so Asparagus Brumosus. Und ja, damit wir da eine saubere Sache machen können, habe ich gedacht, machen wir am Anfang so zwei ein kleines Büschchen mit Blüten und machen das dann schön zusammen, dass wir das da auf diese Seite hängen können. Und dann machen wir noch einen etwas kleineren Strauß von der anderen Seite her und so können wir dann beides zusammen schön fixieren und haben dann auch diese kleine Deko schon. Ich brauche natürlich dazu auch noch so kleinen Bindedraht, damit ich da das Ganze schön sauber fixieren kann. So. Ja, natürlich ist die Wasserversorgung hier nicht gewährleistet und dazu habe ich da diesen Finishing Touch Spray noch bereit, damit dann die ganze Kreation auch eine Weile schön bleibt. Ja, wie lange bleibt sie schön? Das weiß auch ich nicht. Das kommt immer so auf viele verschiedene Aspekte drauf an, dass man da nicht genau weiß, wie lange dann diese Kreation auch schön bleibt. Aber wir hoffen natürlich, diese Kreation bleibt dann sehr lange schön und nicht nur ein Tag. So, dann haben wir da unten zwei Löcher und dann können wir das Ganze hier schön so fixieren, denke ich. Der Beruf vom Floristen ist natürlich immer so, man muss immer wieder schön, wie soll ich sagen, bereit sein, um was Neues auszuprobieren. Man kann da nicht einfach immer denken, heute war es so, gestern ist es so, sondern da muss man immer wieder aufs Neue was versuchen und ja, kreativ sein. Sehen wir da, es ist noch nicht schön gebogen, biegen wir das Ganze mal so drauf. Und nehmen jetzt da noch die zweite Geschichte in Angriff, das zweite kleine Sträußchen, damit wir dann auch die Stiele schön abdecken können. Ich weiß nicht, welche Traditionen du zelebrierst, wenn da geheiratet wird, ob du auch sehr, sehr viel Wert darauf legst, dass man da an alles denken muss, oder ob du lieber sagst, ich heirate und ich will geheiratet haben und anschließend ist mir so einiges egal, oder ob du sagst, nein, ich muss dies, das und jenes, muss also schon eingehalten sein, wenn ich da heirate, damit nicht irgendwas vergessen geht. So, wieder das zweite Büschelchen. Machen wir es da genau gleich. Ja, jetzt muss ich da wirklich schön improvisieren. Du siehst also, das mache ich wirklich zum ersten Mal. Vielleicht denkst du jetzt, ist aber langweilig, dass du sowas erst zum ersten Mal kreierst. Aber ich bin da ehrlich mit dir und sage, ja, das ist wahr. Sowas habe ich noch nie gemacht. Dadurch zeige ich es dir auch, dass ich dir zeigen kann, ja, es ist nicht einfach immer alles so selbstverständlich.
verständlich, wie man was machen kann, sondern man muss da wirklich immer wieder aufs Neue sich herausfordern lassen. Ich glaube, wir haben das schon mal fast fertig kreiert. Ich denke, jetzt nehme ich da noch so zwei Kattenbusch-Blüten, die kann ich da mal so reinstecken. Mal schauen, ob ich die irgendwie da noch so in das Gebilde sinnvoll reinlegen kann, dass wir da alle Drähte schön ein wenig verdecken können. Dann nehmen wir hier oben irgendwie da noch so eine Lücke. Ich versuche jetzt da noch reinzustecken. Damit wir gewährleisten können, siehst du, habe ich da so ein Loch durchstochen, steche ich da noch was. In ein Loch, wo jeweils eigentlich ein Nagel oder so reinkommt bei den Rösser. Ja, und so denke ich, haben wir da ein kleines, schönes Schmöttchen auf dem Haufeisen kreiert. Bringt es Glück? Ist es gut? Ist es schön? Ist es auch gut? Und ich hoffe einfach, es hat dir gefallen, hat dich inspiriert. Wenn ja, drück einen Daumen nach oben, dann hat der Blumenmann auch ganz viel Freude. Tschüss und weg, sage ich dann. Bis zum nächsten Mal wieder. Uiuiui, weil alles manchmal ganz schnell geht. Seht ihr, da hier habe ich jetzt das Ganze noch mit dem Flower Finishing Touch ganz schön eingespritzt. Und so sieht es nun fertig und schön aus. Ich hoffe, es hat dir gefallen, hat dich inspiriert. Dann sage ich wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal wieder.